Die Legende vom Schäler. Alles geschah vor 20 Jahren, als der Schäler 20 schlafenden Menschen einfach den Kopf abgeschält hat. Die Polizei nahm ihn fest und steckte ihn in die dunkelste Zelle des Gefängnisses, wo er verflucht war, sein ganzes Leben lang Kartoffeln zu schälen. Doch dann passierte was, womit keiner gerechnet hat. Unter seinem Topf war ein Loch. Ein Loch in die Freiheit. Er floh und schwor der Menschheit bittere Rache. Legende. Wie ist denn der da rausgekommen? Durch ein Loch im Boden unter seinem Topf. Wieso hat denn der das nicht schon früher gemerkt? Hä? Ja, was soll denn der bei mir? Ich denke mal, die Bullen haben den eh bald. Nee. Nee, ich muss dann nur langsam mal wieder aufhören. Ich will jetzt langsam mal ins Bett, ne? Ja, okay, na. Ich ruf dich dann mal an. Morgen oder so, hä? Okay. Dann tschüssi! Schäler ist ausgebrochen. Gibt's doch nicht.
Bis heute wurde der Schäler noch nicht gefangen. Also passt gut auf, sonst schält er noch dich.